Und ich sage noch einmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr müsst jetzt noch schnell klicken irgendwo, dass ihr das akzeptiert. Ja, ich glaube, das war es jetzt meinerseits. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit euch und mit der Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum und den Thomas Zenkel von Logo Jugendmanagement. Und ja, wir sind schon sehr gespannt, was ihr heute uns erzählen werdet. Ja, vielen, vielen Dank, Dagi, und auch guten Morgen von meiner Seite aus. Bevor wir jetzt starten mit dem sicherlich sehr, sehr spannenden Input von der Hanna, möchte ich noch ganz kurz erklären, worum es uns heute auch geht. Wir waren als Teil von Logo Jugendmanagement Teil von einem Erasmus Plus Projekt, das sich mit der sexuellen Gesundheit von Jugendlichen beschäftigt hat. Und der Output von diesem Projekt war das sogenannte YES-Programm, das ich da in gedruckter Form jetzt habe und auf Englisch. Jetzt wollten wir aber nicht nur, dass es nur auf Englisch und nur in gedruckter Form erhältlich ist, sondern dass Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter eigentlich immer und überall darauf Zugriff haben und es immer und überall benutzen können. Diese Plattform, die daraus entstanden ist, möchte ich euch später vorstellen. Und damit wir später dann wirklich auch da reinkommen in das Ganze und uns das gemeinsam anschauen können, möchte ich euch jetzt vor dem inhaltlichen Input schon bitten, euch auf dieser Plattform kurz anzumelden. Ja. Wir sind leider gerade in der Evolutionsphase von der Plattform. Das heißt, wir müssen das jetzt gerade mit Anmeldung machen. Das wird natürlich dann auch geöffnet und wird allen frei zur Verfügung gestellt werden. Aber bis es soweit ist, möchte ich euch bitten, damit wir das nachher gemeinsam durchschauen können, jetzt auf yes.logo.at zu gehen. Ich werde sofort meinen Bildschirm teilen, dann seht ihr das nämlich auch, wie das ausschaut. Ihr kommt dorthin auf yes.logo.at. Ja. Ein alternativer Link, der da oben jetzt gerade angezeigt wird, geht auch. Das ist yesconsent.eu und ich glaube, die Dagmar wird das auch in den Chat posten, damit ihr das dann ganz leicht seht. Genau. Und dann, wenn ihr auf dieser Seite seid, könnt ihr einfach auf Startet den Kurs gehen und dann wird euch schon gesagt, ah, stopp, ihr müsst euch bitte registrieren. Und das wäre super, wenn ihr das dann machen könnt, damit wir uns das nachher eben gemeinsam durchschauen können. So viel jetzt einmal von mir. Ich komme dann später wieder und in der Zwischenzeit freue ich mich auf den großartigen Vortrag von Hanna vom Frauengesundheitszentrum. Bis später. So, soll ich jetzt noch kurz warten, während sich die Leute registrieren oder gleich einsteigen? Wie schaut es bei euch aus? Könnt ihr währenddessen ihr euch registriert zuhören oder sollen wir noch ein bisschen warten? Diejenigen, die ich sehe, können ja so machen oder so machen. Okay. Okay, also Ein paar Daumen nach oben. genau. Perfekt. Ich glaube, wir können starten. Es wäre wirklich toll, wenn ihr euch registrieren würdet, weil dann ist es einfacher für uns, mit euch dann das zu machen. Danke. Hanna! Gut, ja, dann auch von mir herzlich willkommen zu dieser ganz kleinen Tagung oder kleinen Ta in kleiner Form und zu meinem Input mit Jugendlichen über Sexualität reden. Ich starte auch gleich mal das Screensharing. So. Nicht am Anfang. Gut. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, einige tun das sicher schon. Ich bin die Hanna Rohn vom Frauengesundheitszentrum. Ich arbeite in der Fachstelle Mädchengesundheit dort. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allem, was die Gesundheit von Mädchen und jungen Frauen, meistens so zwischen 10 und 20 Jahren, betrifft. Vielleicht ganz kurz zum Frauengesundheitszentrum. Wir sind am Joanneumring 3, das ist ganz, ganz zentral, eigentlich ums Eck vom Jakominiplatz. Ihr bekommt eh dann einen Teil meiner Präsentation nachher. Das heißt, da ist diese Folie auch drin mit unseren Öffnungszeiten und unseren Kontaktdaten, auch unserer Homepage, wo sich auch ganz, ganz viele Infos rund um Frauen- und Mädchengesundheit finden lassen und es auch einen eigenen Mädchenbereich gibt, also direkt für die Mädchen, wo natürlich auch alle unsere Workshop-Angebote, die wir so haben, beschrieben sind.
Ich bin nämlich die Sexualpädagogin hauptsächlich im Frauengesundheitszentrum. Das heißt, ich gehe in Schulen und Jugendzentren, wenn es denn möglich ist, also außerhalb des Lockdowns, und mache Workshops vor allem zu Liebe, Körper, Pubertät, Sexualität, aber auch zu Schönheitsidealen zum Beispiel und Selbstbewusstsein. Immer wenn ich vom Frauengesundheitszentrum spreche oder das vorstelle, sage ich so 4 Angebote, heute sind es 5, weil wir ganz was Neues haben. Dazu, die ganz gut zu wissen und gut weiterzugeben sind an Mädchen und Frauen. Und zwar kann man bei uns immer in den Öffnungszeiten einen kostenlosen Schwangerschaftstest machen. Einfach erstens, weil es dann kostenlos ist und zweitens, weil viele Frauen, auch junge Frauen, gern dabei eine Begleitung haben, wenn sie sich vielleicht noch unsicher sind, wie sie auf ein Ergebnis dann reagieren oder wie das für sie ist, dann ist es ganz gut, wenn sie da direkt eine Beraterin, eine Person dabei haben. Dann haben wir verschiedenste kostenlose Beratungen, zum Beispiel zu Regelschmerzen, Menstruationsbeschwerden, zur Verhütung kann man wirklich eine ausführliche Beratung bei uns machen, wenn man zum Beispiel einfach sich mal eine Stunde Zeit nehmen will und wirklich schauen, welches Verhütungsmittel hat eigentlich die meisten Vorteile für mich selbst, welches passt gerade zu meiner Lebenssituation, weil das ja oft bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen dafür nicht so viel Zeit gibt, dass man wirklich die Vor- und Nachteile von allen existierenden Verhütungsmitteln durchgeht. Beratung gibt es auch zu gewollter und ungewollter Schwangerschaft, Sexualität, HPV-Impfung, also soll ich mich impfen lassen, soll ich meine Kinder impfen lassen oder nicht, aber auch zu Gesundheitsthemen, also wenn bestimmte Diagnosen gerade im Bereich Gebärmutter oder Brustgesundheit bei mir gestellt werden und ich nicht so genau weiß, wie es jetzt weitergeht. Dann kann man bei uns auch Psychotherapie machen, so dass es sich wirklich alle Frauen und Mädchen leisten können. Mädchen können bei uns ab 15 Psychotherapie machen. Wir haben auch eine große Bibliothek, die auch leider gerade nicht offen ist, aber hoffentlich ab nächster Woche wieder offen ist. Erstens eine Fachbibliothek mit immer den neuesten Büchern zur Frauengesundheit, zu Gender. Ist eigentlich ganz spannend, da auch mal vorbeizuschauen. Man kann sich die Bücher kostenlos ausleihen. Wir abonnieren auch ganz viele Zeitschriften im Bereich Frauengesundheit und auch Feminismus. Also zum Beispiel haben wir auch das Missy Magazine oder die Clio. Das ist eine Zeitschrift für Frauengesundheit, die kann man auch bei uns lesen. Da muss man sie nicht selber abonnieren. Oder wenn man einen Artikel sucht, kann man den bei uns natürlich auch kopieren, wenn man weiß, dass der in einem von diesen Magazinen drinnen war. Und ganz neu, und das sage ich euch jetzt dazu, weil wir das natürlich möglichst breit verbreiten wollen. Wir haben jetzt über ein Jahr damit verbracht, neue Grafiken zu machen zur weiblichen Anatomie, also zur Anatomie der weiblichen Geschlechtsorgane. Insbesondere mit einem Fokus auf die Klitoris, also das Lustorgan von Mädchen und Frauen, weil das ja wirklich kaum in einem Buch, auch Fachbücher und auch zum Beispiel Schulbücher, ist dieses Organ kaum je in ihrer vollen Größe abgebildet, sondern meistens als kleine Erbse, die Klitoris, also nur der Klitoriskopf, das, was man außen sieht. Und wir haben deswegen jetzt sehr lange Zeit damit verbracht, diese Grafiken zu machen, sie immer wieder mit einem 6-köpfigen Expertinnen- und Expertenbeirat aus Anatomie und Gynäkologie, auch eine Hebamme war dabei, besprochen und abgeklärt, damit auch wirklich jedes letzte Größenverhältnis auf dieser Grafik stimmt. Und die sind jetzt fertig und sind auch zur freien Verwendung. Das heißt, die könnt ihr euch runterladen. Die laufen unter einer Creative Commons Lizenz. Und ihr findet diese Grafiken auch unter dem Link, den ich hier auf die Folie drauf getan habe, inklusive einer Beschreibung, wie sie entstanden sind und warum bestimmte Benennungen so sind, wie sie sind. Ich zeige euch die ganz kurz auch, wenn ihr sie einmal gesehen habt.
Das ist die Seitenansicht, eben mit Fokus auf die Klitoris. Das heißt, alles, was ihr hier pink seht, das gehört alles zur Klitoris. Und eben nur dieser kleine Teil hier vorne, das wäre der Klitoriskopf, das heißt, der Teil, den man außen sieht. Dann geht es weiter unter der Haut mit den Schenkeln. Hier sieht man noch das ganze Schwellgewebe bis zum Damm zurück. Und hier auch noch die Schwellkörper rund um die Harnröhre. Das heißt, das ist ein relativ großes Organ im sozusagen nicht erregten Zustand, bis zu 10 cm groß, im erregten Zustand doppelt so groß. Und hier sieht man auch noch gut die Drüsen, die zum Beispiel hier für die weibliche Ejakulation verantwortlich sein können und hier für die Feuchtigkeit der Scheide, wenn man erregt ist. Die Bartholinsche Drüse. Genau. Ich sage da jetzt gar nicht so viel dazu. Wenn es später noch Fragen gibt, dann gerne. Aber sonst wollte ich die jetzt einfach nur mal kurz vorstellen, weil das Ganze ein neues Service ist und man die vielleicht auch irgendwo verwenden kann. Sie sind noch derzeit sehr kompliziert, also sehr hochschwellig, und wir sind gerade dabei, jetzt wo die Grafik sozusagen wirklich wissenschaftlich gesehen fertig ist, sie für Mädchen auch zu vereinfachen. Und das ist die zweite Grafik, die wir da jetzt gemacht haben. Das ist die Ansicht der Klitoris von vorne, eben im Becken, wie sie im Becken liegt. Eben wo man sieht, dass das eben auch wirklich ein zusammenhängendes Organ ist. Was ja auch selten so gezeigt wird. Genau zur Orientierung, also das Gelbe wäre die Vaginalöffnung, die Scheidenöffnung, und das Pinke hier oben, das Kleinere, die Harnröhrenöffnung. Genau. Ja, dann starte ich direkt ins Thema, weil wir auch gar nicht so viel Zeit heute haben, in das Thema mit Jugendlichen über Sexualität reden. Ganz kurz vorneweg sage ich immer dazu, dass Sexualität ja mehrere Aspekte hat. Hier sind 4 aufgelistet, und ganz oft, wenn Menschen Sex oder Sexualität hören, denken sie erstmal vor allem an diesen Lustaspekt, aber es ist eben ganz unterschiedlich, welcher von diesen Bereichen gerade je nach sozusagen Lebensphase auch am relevantesten ist. Und es gibt in jedem Lebensalter, sage ich jetzt mal, Sexualität und Aspekte, die relevanter sind als andere. Also auch bei ganz kleinen Kindern, da steht vielleicht zum Beispiel dann der Beziehungsaspekt noch sehr viel mehr im Vordergrund, oder der Identitätsaspekt, also wer bin ich, gerade in der Pubertät zum Beispiel. Und im Unterricht jetzt, also im Biologieunterricht, und das ist ja auch ein bisschen, warum man dann noch Sexualpädagogik oder sexuelle Bildung hat in anderen Bereichen, weil da meistens ganz stark nur dieser Fruchtbarkeitsaspekt thematisiert wird. Also wie werde ich schwanger, wie funktioniert das mit dem Zyklus, wie entstehen eben Kinder. Was ja für jüngere Kinder, also zwar interessant ist vielleicht, oder für Jugendliche, aber für ihr eigenes Leben vielleicht noch gar nicht so im Vordergrund steht, also dieser Fruchtbarkeitsaspekt, sondern eben ganz andere Bereiche. Das ist jetzt eine sehr volle Folie, wo man einfach nur mal einen Überblick sieht an Themen, die sexuelle Bildung oder Sexualpädagogik behandeln kann. Also Themen, die vielleicht vorkommen, wenn man mit Jugendlichen über Sexualität redet. Die sind gesammelt einerseits aus einer Publikation vom United Nations Populations Fund und andererseits aus einem Standard der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Deutschland.
Und ganz wichtig zu wissen ist, dass sexuelle Bildung in dem Sinn, Kindern und Jugendlichen umfassende und korrekte Informationen bieten soll, weil das auch wirklich ein Recht ist, nämlich das Recht auf Information, das in den Menschenrechten und insbesondere in der Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist. Also ein gutes Argument einfach für das Reden über verschiedene Aspekte von Sexualität. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber ihr seht das eh, dass das recht breit gefächert ist, was sexuelle Bildung oder das Reden über Sexualität eigentlich alles abdeckt, abgesehen von menschlicher Reproduktion. Also zum Beispiel auch so Themen wie Kommunikations- und Entscheidungsfähigkeit. Konsens steht da schon, das Treffen sexueller Entscheidungen, ganz wichtig natürlich. Auch in Zeiten des Internets und auch der Zugang zu Beratungs- und Gesundheitsservices, ein positives Körperselbstbild, Verantwortungsübernahme für sich und andere etc. Das einfach nur mal als Überblick. Und jetzt springen wir ganz direkt in das Thema Gespräche mit Jugendlichen über Sexualität. Und da habe ich einfach mal eine Sammlung gemacht, was mir persönlich wichtig ist, aber was natürlich auch in wissenschaftlichen Publikationen als wichtig erachtet wird, wenn man mit Jugendlichen über Sexualität redet, wenn ihr vielleicht als Jugendarbeiterinnen, als Pädagoginnen, Pädagogen Fragen von Jugendlichen bekommt und beantwortet. Und da steht ganz, ganz oben auf der Liste, das ernst zu nehmen. Das ist irgendwie eh klar. Aber Kinder und Jugendliche erleben es trotzdem häufig einfach, weil wir Erwachsene auch manchmal verunsichert sind, was sie denn jetzt schon fragen. Dass man zum Beispiel vielleicht mal lachen muss, wenn ein Kind, ein Jugendlicher eine Frage stellt und fühlen sich dann da nicht ernst genommen. Also ich sage immer, wenn Sie diese Frage stellen, und das deckt doch das Zweite ein bisschen ab, Kindern eben Eigenverantwortung zugestehen, was sie sich für Informationen eben holen wollen, was sie für Informationen gerade für sich brauchen. Wenn Sie diese Frage stellen, dann ist das offenbar eine Frage, die Sie gerade beschäftigt. Und dann muss man das auf jeden Fall ernst nehmen und nicht jetzt abtun, vielleicht mit einer Antwort wie, ja, dafür bist du noch zu jung oder das wird sich dann später mal klären oder solche Dinge in der Art. Oder das wirst schon noch rausfinden. Also das wird bedeuten, dass man sie nicht ernst nimmt in diesem Bedürfnis eben, das jetzt zu klären und in dieser Beschäftigung gerade mit dieser Frage. Dann ganz wichtig ist natürlich auch eine sachliche Beantwortung. Es gibt ja viele Fragen, die vielleicht sehr emotionalisierend wirken. Ich habe euch dann nachher ein paar Beispiele mitgebracht, wo das vielleicht so ist, wo man das vielleicht gut sieht dran. Und trotzdem ist es dann wichtig, sich zu überlegen, was wäre jetzt die ganz sachliche Antwort auf diese Frage, die sachliche Information mal dahinter. Und danach, wenn man diese sachliche Information gegeben hat, dann kann man ja auch noch auf die Emotionen dahinter eingehen und was vielleicht wirklich hinter dieser Frage steht, also was für Themen dahinter stehen. Vielleicht ein Beispiel, damit man das besser verstehen kann. Es kommt dann die Beispielfrage, was ist oder kann man sterben, genau so. Kann man sterben, wenn zwei Männer eine Frau ficken? Auch diese Frage kann man erstmal sachlich beantworten. Also kann man sterben? Und dann aber natürlich sich überlegen, okay, warum wird diese Frage gestellt? Was stehen da für Ängste dahinter? In dem Fall war offenbar irgendwas, was
dem oder der Jugendlichen Angst gemacht hat, wahrscheinlich ein pornografischer Film. Also wie kann man in das Thema dann einsteigen? Wenn man Fragen beantwortet, ist es auch wichtig, dass man zwar nicht verallgemeinert, das heißt, dann Aussagen trifft, die vielleicht Stereotype über Mädchen und Buben weiterführen, aber man kann durchaus allgemeine Antworten geben. Das heißt, Formulierungen wie manche Buben, viele Mädchen mögen das oder das oder machen das oder das. Das heißt, vielleicht nicht alle, aber viele oder manche, für manche trifft das zu. Also so kann man das ein bisschen umschiffen, dass man vielleicht sonst eben wieder ein Stereotyp oder eine Verallgemeinerung weiter fortführt. Ein ganz, ganz gutes Tool ist auch noch das nächste, Hilfestellung bieten. Wenn man zum Beispiel merkt, in einer Gruppe oder auch im Zweiergespräch, dass offenbar irgendwelche Fragen oder irgendeine Frage zu einem Thema da ist, aber man merkt, okay, die oder der Jugendliche schafft es gerade noch nicht, die Frage zu formulieren oder hat irgendwie das Gefühl, okay, ich vertraue der anderen Person noch nicht ganz oder ich schäme mich jetzt, das auszusprechen oder ich mag das nicht laut sagen, dann kann man mal probieren, einfach selbst eine Frage ins Gespräch einzuwerfen und zwar als Frage der anderen, kann man das gut nennen. Das heißt, ganz oft in Workshops sage ich sowas wie, ja, viele Mädchen fragen mich zu diesem Thema das oder das, weil dann ist das eine Frage der anderen und dann ist das nicht so schlimm und so kann ich sie beantworten, ohne dass die Frage wirklich gestellt wurde. Deswegen sammle ich auch immer häufige Fragen, die dann auch selbst so einwerfen kann. Oder man kann das auch so sagen mit, letztens hat mich die und die oder der und der das gefragt. Das wäre zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, eine Frage der anderen einzubringen. Und das ist oft sehr, sehr entlastend dann für die Konversation und für die Jugendlichen oder die Kinder. Weil wenn man dann natürlich über andere spricht und was andere wissen wollen, dann können sie vielleicht auch selbst noch mal besser nachfragen. Der nächste Punkt ist eh sehr klar. Natürlich immer selber aufpassen, dass man Stereotype gerade über Buben und Mädchen reflektiert, auch gemeinsam mit den Jugendlichen reflektiert. Man kann durchaus natürlich darüber sprechen und sagen, hey, es gibt das, viele Menschen glauben das, dass das so ist, aber es gibt auch die und die andere Möglichkeit. Also man muss nicht so tun, wie wenn es diese Stereotype gar nicht geben würde, natürlich. Das wissen ja die Jugendlichen selber auch und müssen auch damit umgehen in ihrem Alltag und wollen auch manchmal wirklich wissen, warum zum Beispiel ist dieses Stereotyp entstanden, woher kommt das, warum ist das so? Und das kann man ja dann ganz gut gemeinsam besprechen. Als nächstes habe ich aufgeschrieben, Werte statt Wertungen. Das bedeutet, dass das natürlich super ist, wenn man möglichst nicht bewertet im Sinne von eben Wertungen, was die Jugendlichen fragen oder sagen. Also wenn sie einfach für sich eine neutrale Gesprächssituation vorfinden. Aber man darf natürlich durchaus auch als Pädagogin, als Pädagoge selber Werte haben und auch vertreten. Und es gibt sicher Grenzen für jede und jeden von uns,
was ich dann nicht mehr, also was für Aussagen ich auch nicht mehr neutral gegenüberstehen kann. Und wo ich selbst einfach für mich sagen muss, okay, das kann ich nicht mittragen, aber das kann ich ja dem oder der Jugendlichen auch so sagen, ja. Also so quasi, ich finde dich jetzt nicht scheiße, weil du das so gesagt hast, aber ich würde das so halt nicht sagen und ich möchte das auch nicht, vielleicht, dass du das in meiner Gegenwart so sagst. Und warum vielleicht auch? Oder warum passt es nicht? Da kommen wir auch ganz gut zu dem Thema persönliche Informationen hin. Also ganz oft wollen ja Jugendliche und Kinder dann ganz viel über einen selbst wissen auch natürlich. Und es interessiert sie brennend. Wann war dein erstes Mal? Was ist deine Lieblingssexstellung? Was hast du alles schon ausprobiert? Und da gilt erstens, dass man eben die eigenen Grenzen immer achten darf. Also das ist auch was, was man ganz klar sagen muss. Auch der letzte Punkt hier auf dieser Folie sagt das ja. Also Grenzen dürfen immer und jederzeit gesetzt werden, sowohl von den Jugendlichen und den Kindern als auch von uns Erwachsenen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das manchmal dann im Gespräch sagt, damit die Kinder und Jugendlichen merken, ah ja, stimmt. Also diese erwachsene Person, die hat da auch eine Grenze, die möchte vielleicht auch nicht alles über alles reden, wenn das sie selbst betrifft. Das ist ein Aspekt von persönlichen Infos. Und der andere Aspekt ist, dass man natürlich auch keine neuen Normen vorgeben möchte durch das, was man selber einbringt. Das bedeutet, dass ganz oft, wenn wir als Erwachsene mit Jugendlichen oder Kindern über Sexualität reden, dann sind wir ja schon mal automatisch sehr cool, weil sie das eben nicht so oft erleben, vielleicht so eine Offenheit. Und dann sind wir automatisch auch eine Art Vorbild. Und deswegen passiert es dann auch ganz oft, dass wenn man dann vom eigenen ersten Mal zum Beispiel erzählt, dass die Jugendlichen das unbewusst wieder als Norm wahrnehmen oder sich mitnehmen und sich denken, ah, okay, wenn die Hanna das so gemacht hat, also wenn die Hanna mit 17 Sex gehabt hat, dann sollte ich wahrscheinlich auch bis 17 Sex haben. Und das möchte man ja auch wieder nicht, weil es geht ja darum, dass die Jugendlichen selbstbestimmt entscheiden können, so dass es für ihr Leben passt. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen mit persönlichen Infos, dass man eben nicht unbewusst wieder neue Normen schafft, auch wenn man ein gutes Vorbild ist, vielleicht, aber das passt vielleicht nicht für alle, die da, mit denen man da spricht, was man selber erlebt hat. Trotzdem, also wenn man viel Erfahrung hat im Gespräch, kann man dann entscheiden, was ist jetzt vielleicht eine persönliche Info, die den Jugendlichen hilft. Also das merkt man dann, aber das ist ein bisschen eine Gefühlssache, in welcher Gruppe oder in welcher Situation auch was geht, man sich wie öffnen kann. Zum Beispiel ein Thema, wo ich immer sehr gern viele persönliche Infos von mir auch erzähle, ist die Menstruation. Auch mein Erleben meiner ersten Regel, weil bei dem Thema merke ich einfach, dass das sehr, sehr tabuisiert ist unter den Mädchen. Und dass ihnen das extrem hilft, dass da mal eine Frau einfach sich hinsetzt und über ihre eigenen Erfahrungen spricht. Und es hilft ihnen dann auch ins Gespräch zu kommen. Und ist jetzt auch nicht sowas, wo ich dann großartig Normen vorgeben könnte, wenn ich da die Geschichte erzähle, von wie ich meine erste Regel mit 13 bekommen habe. Also das erlebe ich eigentlich in den Workshops meistens als sehr, sehr entlastend und irgendwie öffnend für das Gespräch. Dann ein weiterer Punkt ist, dass man keine Themen aufmacht, die nicht da sind. Das ist oft ein bisschen schwierig, aber ich meine damit, dass wenn man merkt, dass in einer Gruppe zum Beispiel Pornografie noch gar kein Thema ist
auch nicht irgendwie im Hintergrund von Fragen auftaucht oder in Begrifflichkeiten auftaucht, die sie verwenden, dann muss man vielleicht auch nicht drüber reden, weil dann wäre das auch was, was man als Erwachsener oder als Erwachsene dann vorgibt, dieses Thema. Und eigentlich sollen die Themen ja von den Jugendlichen kommen. Und so stellt man auch ein Stück weit sicher, wenn die Themen von den Kindern und Jugendlichen kommen, dass das auch altersgemäß ist und dass es für sie auch einfach passt und dass sie auch gut ihre Grenzen wahren, worüber sie sprechen wollen und was sie beschäftigt. Eine andere Sache ist das natürlich bei so ganz, bei den Basics, sage ich jetzt mal. Also das Thema Anatomie und wie unser Körper aufgebaut ist und das Thema zum Beispiel eben Klitoris, weil das eben nirgends drinnen ist, das ist durchaus was, was ich aufmache von mir aus, weil das gehört sozusagen wirklich einfach zu den Basics, zu den Grundinformationen und das wird auch höchstwahrscheinlich nicht im Gespräch einfach so kommen, also manchmal schon, aber nicht immer. Und da hat das eher was mit meinem Bildungsauftrag so quasi zu tun, dass ich das dann doch aufmache, aber gerade bei Tabuthemen, gerade bei Themen, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind, auch eben wie Pornografie, da muss man ein bisschen aufpassen. Genau. Sprache darf man ruhig anpassen, muss es aber nicht, also man muss sich nicht anbiedern. Also es gibt auch Methoden, um nachzufragen, wie wollen wir zum Beispiel sagen zu Sex, weil es gibt durchaus Jugendliche, die das Wort Sex ganz, ganz schrecklich finden und lieber was anderes sagen würden. Und das hilft dann auch im Gespräch, wenn man einfach ein gemeinsames Wort findet, das passt und das nicht abstoßend wirkt. Aber da darf man auch natürlich Grenzen haben selber. Und man sagt, okay, dieses Wort finde ich einfach dann nicht schön, das mag ich nicht sagen. Ja, genau. Also zum Beispiel, ich hatte mal eine Mädchengruppe, die wollten mir erklären, dass sie Fotze das schönste Wort finden für die weiblichen Geschlechtsorgane. Und da habe ich einfach meine Grenze. Also da habe ich gesagt, okay, ja, aber das passt für mich nicht. Also Fotze werde ich nicht sagen, das finde ich beleidigend. Und ihr müsst euch dann auch überlegen, wie neutral das wirkt gegenüber anderen Personen. Also würdet ihr wirklich zu eurer Frauenärztin gehen und sagen, mir tut es dann meiner Fotze weh oder mich juckt es dann der Fotze. Also das kann man dann durchaus so ein bisschen hinterfragen. Also wo, in welchem Kontext passen welche Worte. Genau, dann ist ganz, ganz wichtig, dass man keine falschen Infos gibt. Natürlich, ist eh irgendwie klar, aber manchmal hat man ein bisschen Angst, gerade als Expertin, ich weiß nicht zu sagen, aber meistens danken es einem wirklich die Jugendlichen, also wir haben das sogar schon mal auf unseren Feedbackbögen extra drauf gehabt, bei der Sektion so quasi, was ich noch sagen wollte. Endlich hat einmal eine erwachsene Person gesagt, dass sie was nicht weiß. Ist auch entlastend für die Jugendlichen oft. Man kann ja auch sagen, hey, ich weiß das jetzt gerade nicht, aber wir können gemeinsam nachschauen, wir können gemeinsam schauen, wo wir da eine verlässliche Info dazu finden zu der Frage. Das nächste habe ich eh schon ein bisschen angesprochen, was ist die Frage hinter der Frage? Werdet ihr vielleicht gleich an einem Beispiel sehen, zum Beispiel auch bei dem, was ich vorher gesagt habe, kann man sterben, wenn zwei Männer eine Frau ficken, da ist bestimmt eigentlich eine andere Frage, eben so eine Frage zu Pornografie, auch vielleicht zu gewaltvoller Pornografie oder Gewalt und Grenzen beim Sex dahinter und weniger jetzt nur zu wissen, ob man sterben kann. Beim Sex. Also da steht sicher eine Angst noch dahinter. Wenn man sich mit einer Frage nicht ganz auskennt oder das irgendwie umschiffen will, dass man da jetzt viel
zu viel von sich selbst preisgibt oder vielleicht Stereotype weiterträgt, dann ist es auch immer gut, Fragen zurück in die Gruppe zu stellen und gemeinsam zu sammeln, gerade bei sowas, wenn es darum geht, was ist das perfekte erste Date. Das ist eine super Frage, um sie zurück in die Gruppe zu stellen und zu sagen, hey, jetzt reden wir mal oder sammeln wir mal, was ist cool für ein Date. Weil das ist ja auch eine Frage, die kann ich nicht beantworten, weil für jeden ist ein anderes Date perfekt. Genau, und einfach dann immer zwei Prinzipien, die man beachten muss zum Schluss. Erstens eben die Individualität von jedem und jeder Jugendlichen. Nämlich ist es deine Sexualität, dein Körper, du darfst darüber selbst bestimmen, soweit du eben niemanden anderen damit verletzt, soweit andere Menschen einverstanden sind, und Grenzen dürfen eben immer gesetzt werden. Also man kann immer Stopp sagen, man kann immer Nein sagen, auch mittendrin, also wenn man schon mit dem Sex angefangen hat. Das muss jederzeit gehen. Ja, das sind mal so einige Tipps. Ich hätte jetzt ein paar Beispielfragen so mitgebracht, aber ich sehe auch, dass wir schon in der Zeit relativ weit fortgeschritten sind. Vielleicht mögt ihr euch die mal durchlesen. Vielleicht gibt es ja Fragen dazu, wie man die beantworten könnte. Und ich weiß nicht, vielleicht Thomas oder Dagmar, vielleicht könnt ihr sagen, von der Zeit her, wie es ausschaut. Es ist jetzt 9.37 Uhr auf meiner Uhr. Ja. Aber von eurem Zeitplan so quasi. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir jetzt einfach kurz übergehen zur Präsentation der Plattform und dass wir uns in der Zwischenzeit auch diese Fragen durchüberlegen können, beziehungsweise im Chat noch weitere Fragen an dich stellen können, die dann am Schluss beantwortet werden, wenn das passt für alle. Also, die Fragen, die jetzt auf den Folien sind, einfach vielleicht mal kurz durchdenken. Wer noch andere Fragen hat, bitte einfach in den Chat schreiben. Wir werden die sammeln, wir werden die zusammen clustern und zusammenfügen und dann in circa 10 Minuten beantworten. In der Zwischenzeit möchte ich schon mal Danke sagen an alle, die sich registriert haben. Bei mir poppen da dauernd die E-Mails rein und sagen, dass neue Benutzerinnen sich da angemeldet haben. Vielen, vielen Dank. Möchte euch jetzt aber, weil das ist ja war jetzt mit relativ wenig Kontext am Anfang, trotzdem noch kurz erklären, worum es da eigentlich geht. Ich werde noch kurz meinen Bildschirm teilen. Warte, dann stoppe ich meine Präsentation. Geht schon, danke. So, ihr seht es da, seid ihr auf unserer Projekt-Webseite vom Jetzt-Projekt. Das Ganze heißt Jugend Empowerment in Sexual Health. Und dieses Projekt wurde vom Loro Jugendmanagement, von uns gemeinsam mit den europäischen Partnern von ISIG und von den Youth Work Ireland, also der irischen Jugendinfo, abgehalten. Wir arbeiten jetzt seit circa 1,5 Jahren dran. Der Output war, wie gesagt, ein Trainingsprogramm. Und unser hauptsächlicher Teil in diesem Projekt war, dieses Trainingsprogramm dann unter die Leute zu bringen. Und wir haben uns gedacht, so, was ist eine zeitgemäße Form, um das zu realisieren? Und haben uns dann für eben diese Projekt-Webseite und diesen Kurs entschieden. Ihr habt schon gesehen, ihr habt euch schon angemeldet. Ich muss das auch noch kurz machen. Ganz kurz noch, bevor wir dazu kommen. Oben seht ihr die Sprachauswahl. Wir haben jetzt zurzeit gibt es dieses Programm auf Englisch und auf Deutsch. Es gibt eine angefangene finnische Übersetzung und es wird auch gerade an einer italienischen Übersetzung gearbeitet. Also wir versuchen da diesen europäischen Ansatz wirklich auch in diesem Programm abzubilden und versuchen noch mehrere Sprachen da mit reinzubekommen. So, wenn man auf den Start den Kurs klickt, wird man zuerst einmal wieder aufgefordert, sich einzuloggen. Wie gesagt, das ist gerade, weil wir dieses Projekt evaluieren, müssen wir natürlich sehen, wer sich da alles anmeldet und wer diese Personen sind, um auch zu beweisen, dass es angenommen wird. Das werden wir in circa 2 bis 3 Wochen ausschalten, einfach damit diese Plattform so einfach wie möglich auch zu benutzen ist und es da keine weiteren Hürden gibt. Wir sind jetzt da beim Yes-Kurs. Ich könnte, wenn ich die Sprache umstelle, das ganz gleich jetzt auf Englisch einfach auch anschauen. Wir wollen natürlich jetzt bei Deutsch kurz bleiben. Wir sehen da unser Curriculum.
Und dieses Curriculum gliedert sich in drei Teile, also in vier eigentlich. Wir haben eine kurze Einleitung, wo das einmal mal beschrieben wird, worum es eigentlich geht. Wir haben eine erste Session, da geht es um sexuelle Identität und Beziehungen. Wir haben eine zweite Session, da geht es darum, was ist denn eigentlich mein Einverständnis und wie kann ich auch lernen und üben, dieses Einverständnis bzw. auch das Nicht-Einverständnis zu kommunizieren. Und in der dritten und abschließenden Session geht es um die persönlichen Einflüsse auf die Entscheidungsfindungen. Also wie bin ich kulturell geprägt, was machen Familien, was machen Gleichaltrige da bei meiner Entscheidung aus und was ist dann eigentlich meine persönliche Entscheidung und was ist da meine persönliche Identität, die daraus entspringt. Ja? Als Bonus kann man sich das Programm dann noch auf Englisch runterladen. Zurzeit, wie gesagt, nur auf Englisch, auch da arbeiten wir noch an der Übersetzung. Und kann auch Meinungen abgeben zu dem, was man davon hält, von dieser Plattform und wie man das Ganze denn so findet. Ja. Auch hier die Kurse, ihr seht da dieses Schlosssymbol auf der Seite, die sind jetzt zurzeit gesperrt, beziehungsweise nur möglich, wenn man sich bei dem Kurs anmeldet. Und das geht folgendermaßen, man klickt einfach da auf Enroll. Und was passiert? Man wird weitergeleitet und ist dann hier bei der Kursansicht. Ja. So. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben probiert, einfach dieses ausgedruckte Programm, das ich früher gezeigt habe. Ich weiß nicht, ob man meine Kamera jetzt nebenbei noch sieht, aber ich kann es euch noch einmal zeigen. So schaut das Ganze aus. Ja. Und wenn ihr da reinschaut oder wenn ich seine Seite aufmache, dann wird euch auffallen, das Ganze schaut ziemlich ähnlich aus wie die Homepage oder wie die Website. Und genau das wollten wir auch versuchen. Einfach dieses gedruckte Programm so gut wie möglich abzubilden. Die Website bietet hier natürlich noch einige Vorteile, die man da benutzen kann. Und zwar, wenn ich irgendwo draufklicke, wie zum Beispiel auf diese erste Aktivität, ja, sehe ich da zusammengefasst, was brauche ich denn alles, um was geht es eigentlich, wie lange wird das Ganze dauern. Hier sind dann die Methoden zusammengefasst, die einzelnen Teile, was ist zu erklären, was ist zu sagen, wie gehe ich denn vor. Ja, und wenn ich mit dem Ganzen fertig bin, kann ich einfach auf Complete klicken. Genau, und der Teil wird dann hier als abgeschlossen angezeigt. Und automatisch geht es natürlich weiter zur nächsten Aktivität. Was ich früher noch nicht gesagt habe, diese drei Sessions, das hat sich daraus aus einer Umfrage ergeben. Es hat eine Befragung gegeben unter Jugendarbeiterinnen, wo es darum gegangen ist, erstens einmal, welche Themen sind denn für euch in eurer Arbeit wichtig und vor allem auch, wie, in welcher Form sollen denn diese Themen auch präsentiert worden. Und dabei ist rausgekommen, ja, so ein richtiges Kursprogramm, das dann über mehrere Tage oder Wochen geht, das ist halt in der Arbeit meistens nicht praktikabel, weil man oft nicht so viel Zeit hat, um das zu machen. Deswegen runtergebrochen auf drei Sessions, die jeweils für ungefähr eine Stunde angesetzt sind. Das Ganze kann sich noch ein bisschen rausziehen natürlich. Man kann sich auch länger Zeit lassen, aber ungefähr eine Stunde sollte das Ganze dauern. Und vor allem ganz wichtig, man kann diese Sessions auch unabhängig voneinander abhalten. Das heißt jetzt, wenn man mal Zeit hat, kann man einfach die Jugendlichen, mit denen man gerade arbeitet, sich gerade für ein bestimmtes Thema interessieren, dann ist es einfach möglich, diese Session unabhängig von den anderen und unabhängig vom Vorwissen auch abzuhalten. Ja, so viel zu unserem Programm. Ihr könnt euch da einfach mal anmelden, beziehungsweise ihr habt es schon registriert, ihr könnt euch noch mal einschreiben für den Kurs. Ihr könnt euch da einfach mal durchklicken. Ja. Falls Materialien benötigt werden, stehen die dann meistens da unten, beziehungsweise auch im Text dann drinnen, kann man auch einfach draufklicken, dann poppt das Fenster auf und ich sehe, das ist mein PDF. Das kann ich mir dann entweder runterladen oder wirklich direkt das Material auch so online benutzen. Ganz zum Schluss dann ist dann hier das Programm, wie gesagt, zum Runterladen. Das ist einfach da drinnen. Und uns würde es natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch mit diesem Programm beschäftigt habt, wenn ihr es vielleicht schon mal ausprobiert habt, einfach einen kurzen Kommentar hier zu hinterlassen. Ja, kann man einfach irgendwas reinschreiben, zum Beispiel so irgendwas. Und wir versuchen wirklich laufend dieses Feedback dann auch einzuarbeiten und natürlich auch dementsprechend anzupassen. Ja, mit unseren Projektpartnerinnen arbeiten wir auch, wie gesagt, noch an weiteren Übersetzungen. Das wurde schon einige Male in der Praxis ausprobiert, scheint auch ganz gut zu funktionieren, diese ganzen Methoden, die da drinnen gesammelt sind. Sollte es von eurer Seite aber auch Erfahrungen geben, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber und dann sind wir uns immer dankbar für jegliches Feedback. So,
Gut, so viel zu unserer Yes-Plattform und zu unserem Yes-Kurs. Damit möchte ich jetzt erstens einmal wieder zurückgeben und dann mal schauen, ob es schon irgendwelche Fragen gibt zu Hannas Vortrag von vorher. Hanna, ich weiß nicht, ob du den Chat... Ich sehe den Chat, ja. Genau. Ja, es gibt schon die Frage in Bezug von Werte statt Wertungen. Was sagst du über die Beschneidung? Ja, das ist natürlich ein total schwieriges Thema. Ich nehme an, es ist jetzt weibliche Beschneidung gemeint. Sonst bitte kurz. Ich meine die männliche Beschneidung. Männliche Beschneidung? Okay. Ich muss sagen, ich rede nicht so oft über die männliche Beschneidung oder nicht viel, weil ich ja hauptsächlich mit Mädchen arbeite. Ich erzähle den Mädchen aber durchaus, weil sie ja eben vielleicht mit Männern dann auch zu tun haben, die vielleicht beschnitten sind oder auch nicht, was da passiert. Also ich beschreibe, also warum das passiert, dass das entweder aus, also es kann die Vorhaut von Männern beschnitten sein oder entfernt sein, weil aus kulturellen Gründen oder auch aus medizinischen Gründen, das heißt, weil die Vorhaut zu eng war und dass das eigentlich relativ häufig ist bei kleinen Buben, dass man eben die Vorhaut nicht, zum Beispiel nicht zurückziehen kann und sich deswegen darunter nicht waschen kann und das wäre dann ein hygienisches Problem und deswegen wird die dann entfernt. Und das ist aber grundsätzlich eben in dem Fall, wenn das unter sozusagen medizinischen Bedingungen gemacht wird, ist das eine ganz kleine und jetzt für den Körper nicht so tragische Behandlung. Das sage ich zur Beschneidung. Und dass der Körper sozusagen die Vorhaut nicht unbedingt braucht. Bei weiblicher Beschneidung ist natürlich was anderes. Also gerade da greift das Thema wirklich sehr stark mit den Werte statt Wertungen, weil also sozusagen, wo ich immer den Schlussstrich ziehe auch, ist bei den Menschenrechten so quasi. Also das sage ich den Mädchen auch. Und es ist einfach in den Menschenrechten die körperliche Integrität festgeschrieben und deswegen ist weibliche Beschneidung verboten in den meisten Ländern, weil das eben was an ihrem Lustempfinden, auch an ihrer Sexualität ändert und weil es durchaus ein starker Eingriff in die körperliche Integrität ist, vor allem wenn es eben unfreiwillig geschieht. Man könnte natürlich das auch bei männlicher Beschneidung hinterfragen, wenn das nicht aus medizinischen Gründen gemacht wird. Ich weiß nicht, wie da meine Kollegen damit umgehen bei den Burschen. Wobei das eben nicht so ein starker Eingriff in den Körper ist und auch jetzt nicht, man weiß, dass das einfach nicht so was, also dass das nicht dann jahrelange Schmerzen mit sich bringt, wenn das eben gut gemacht wird. Und deswegen ist es nicht so problematisch wie weibliche Beschneidung. Aber das mit der Freiwilligkeit ist sicher ein Thema. Dann die zweite Frage, wieso darf man Petting mit 12 Jahren, Sex mit 13 Jahren und Porno erst mit 18 Jahren? Gute Frage, die stelle ich auch ganz oft in die Jugendlichengruppe als Frage der anderen so quasi, dass ich das oft gefragt werde, warum das so ist. Und lasse sie dann selber darüber nachdenken, warum das so ist. Und sie kommen auch meistens drauf, also weil eben Pornos Bilder von Sexualität vorgeben und auch ganz bestimmte Bilder, also vor allem die Mainstream-Pornografie, die ist ja sehr stark auf einen männlichen Blick ausgerichtet und auf einen ganz bestimmten Konsumenten ausgerichtet. Und weil Pornografie einfach genau wie Actionfilme nicht unbedingt der Alltagssexualität entsprechen,
Das heißt, es sind Filme mit gecasteten Schauspielerinnen und Schauspielern, wo das der Job ist, mit bestimmten Abläufen, die einfach dazu gemacht sind, entweder zu unterhalten oder eben bestimmte Menschen dann zu erregen. Und das muss nicht der eigenen Sexualität entsprechen und sozusagen besonders, wenn man selbst die eigene Sexualität noch nicht entdeckt hat, dann will man sozusagen nicht schon voll von Bildern sein, die eben wie Actionfilme produziert wurden und das Gefühl haben, dass man das dann vielleicht nachmachen muss oder dass so Sexualität ausschaut. Also so redet man drüber und meistens sagen das auch die Jugendlichen selbst, wenn sie ein bisschen drüber nachdenken, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum Pornos erst ab 18 sind. Weil man sozusagen ihnen Zeit geben will, dass sie selbst ihre Sexualität zuerst entdecken können. Und was sie überhaupt gut finden und wollen. Und wie Actionfilme sind ja Pornos einfach sehr übertrieben oft. Beantwortet das so die Frage? Darf ich etwas dazu ganz kurz sagen? Ja. Erstens vielen lieben Dank für deine Rückmeldung und für deine Antwort. Das ist sehr nett von dir. Die letzten drei Fragen mit Petting und Sex und Pornografie. Ich bin als Sozialpädagoge tätig und ich arbeite in Südsteiermark. Und ich weiß, dass wir in Österreich ein heftiges Problem haben mit jungen Müttern mit 14 und 15, dass sie schwanger sind und dann sie auch Kinder haben. Und sie können auch nicht die Verantwortung, fast die Verantwortung nicht übernehmen in diesem Alter, weil sie null Ahnung haben wenig Ahnung haben über das Leben. Und ich weiß es nicht, ob man überhaupt weiß, dass man in Österreich gesetzlich Sex mit 13 Jahre alt schon haben kann. Und da zweifle ich mich, warum, wieso, weshalb. Und ja, also das ist jetzt meine Frage. Also in diesem jungen Alter mit 13 darf man schon legal man in Österreich Sex machen. Und ich finde es ein bisschen übertrieben. Und wenn man von anderen Kulturen hört, darf ein Mädchen mit 15 heiraten, dann ist man aufgeregt zum Beispiel. Aber ich will das nicht jetzt und her irgendwie vergleichen. Ich möchte nur aber sagen, wieso mit 18? Also ich finde es ein bisschen zu viel. Und auf am Ende vielen lieben Dank und das ist meine letzte Frage. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Vortrag und deine Fragen. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Ja, danke auch für die Fragen. Also ja, ich verstehe, was du meinst. Also ab 13 darf man grundsätzlich Sex haben mit anderen Personen, die bis zu 3 Jahre älter sind, also mit bis zu 16-Jährigen. Darüber ist es strafbar. Das ist eine Ausnahmeregelung. Ansonsten gilt eben, dass man sexualmündig ist ab 14 in Österreich. Das heißt aber nicht unbedingt, dass viele Jugendliche das auch nutzen. Also der Durchschnitt in Europa des ersten Mal Sex ist bei ein bisschen über 17 Jahren. Natürlich gibt es Jugendliche, die schon davor Sex haben. Und es gibt sehr viele Jugendliche, die erst nach 17 ihr erstes Mal haben. Und tendenziell wird der Zeitpunkt des ersten Mal Sex später eigentlich. Also es geht eigentlich nach oben im Alter. Nicht so, wie man oft glaubt, dass durch die Medien der Sex immer früher wird. Das ist eigentlich umgekehrt. Die Jugendlichen warten länger. Aber es gibt immer Ausreißer, das stimmt schon. Ich glaube, das hat aber sehr viel auch damit zu tun, eben, dass wir in Österreich nicht so eine gute Situation in der sexuellen Bildung haben und dass es wichtig wäre, im Grunde viel früher mit der sexuellen Bildung anzusetzen, natürlich kindgerecht, damit eben keine ungewollten Schwangerschaften entstehen. Und man weiß auch, dass je sexuell gebildeter Jugendliche sind aus Studien, desto später haben sie Sex, weil sie einfach besser Grenzen setzen können und sie können besser selbst entscheiden, was sie möchten und wann sie bereit sind. Das heißt, es ist eigentlich keine Frage von, was ist gesetzlich erlaubt,
Also das sieht man auch bei anderen Dingen, zum Beispiel eben bei der Pornografie, das ist ein gutes Beispiel. Pornografie ist ab 18, aber trotzdem schauen alle Jugendlichen Pornos, weil es gibt nicht viele Hürden. Also sie haben ihre Smartphones und man muss bei den meisten Seiten einfach auf, wenn gefragt wird, sind sie über 18, muss man auf Ja klicken und fertig. Ja? Und das wissen wir auch, dass das problematisch ist. Aber trotzdem also macht das offenbar keinen Sinn, das zu verbieten. Weil, also das ändert nichts daran, dass sie es trotzdem tun. Das Einzige, was man tun kann als Pädagogin, als Pädagoge, ist, darüber zu reden mit ihnen und eben mit Bildung anzusetzen. Ich glaube, nur so kann man da was verändern. Und kann man ihnen einfach ein gutes Werkzeug mitgeben. Genau. Das hat eh schon Daniela Römer geschrieben. Also Sexualmündigkeit ist mit 14, genau. Das mit 13 ist eine Ausnahmeregelung. Mit bis zu 16-Jährigen darf man Sex haben ab 13. Und ab 12 Jahren darf man Petting haben. Genau. Dazu gibt es eine gute Broschüre, die wurde auch schon gepostet von Hatissa, Recht sexy. Da ist das alles erklärt. Genau, auch die sexuellen Menschenrechte sind darin gut erklärt. Das ist eine sehr ausführliche Broschüre. Dann war noch eine zweite Frage. Kennst du die Vox-Serie Mütter machen Porno? Nein, kenne ich nicht. Habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Aber vielleicht mag jemand anderer was dazu sagen, dann können wir drüber reden. Christina, möchtest du ein bisschen was dazu sagen zu dieser Serie? Ja, kann ich auf alle Fälle. Ich wollte es nur so als Input geben für die anderen auch. Wann ist das, glaube ich, im Sommer, glaube ich, da sind vier Mütter, denen das einfach am Herzen gelegen ist, dass in der Pornografie das ja sehr plakativ dargestellt wird und sie wollten einfach, dass das einfach so dargestellt wird, wie es im echten Leben auch ist. Also, und dann haben sie eben sie ausgemacht, passt, sie machen jetzt einen Porno, der realitätsnah ist und haben da auch gecastet und waren in Barcelona und so weiter und haben dann im Endeffekt, ich glaube, die Serie dauert 3 oder 4 Folgen lang und haben dann einen Porno gedreht, der sehr dargestellt ist, wie es wirklich im wirklichen Leben ist. Und der heißt Vanilla X. Ich weiß aber nicht, ob man den irgendwo findet. Keine Ahnung, ich habe noch nicht geschaut. Mhm. Am Schluss von der Serie haben sie den dann gezeigt, im Fernsehen, aber halt sehr zensiert, logischerweise. Und ich kann nur sagen, ich finde, der ist total gut gelungen. Er zeigt wirklich, wie es im wirklichen Leben ist. Es ist total realistisch. Es ist überhaupt nicht frauenfeindlich, was ja schon oft so dargestellt wird. Also, und ich glaube, es gibt sicher in der Mediathek irgendwo im Internet zum Nachschauen. Also da, das kann ich nur jedem empfehlen, dass sie sich dann einmal anschauen. Eben Mütter machen Porno und der Film heißt Vanilla X. Ja, danke schön. Okay, ich mal schauen. Gibt es sonst noch Fragen von euch? Wir haben ja eigentlich jetzt schon fast überzogen. Wenn ihr noch Fragen habt an die Hanna, die ihr jetzt stellen wollt, dann bitte rein schnell in den Chat. Die letzten paar Minuten, die wir noch haben, weil wir schon überziehen. Wenn ihr noch was wissen wollt, dann fragt jetzt. Oder schreibt der Hanna eine Mail, aber das ist nicht so schnell zu beantworten wie jetzt. Du hast alles gesagt, Hanna. Ich glaube, es kommt schon wieder. Es kommt was. Okay. Möchtest du, soll ich dir vorlesen, Hanna? Oder? Ja, ich habe es schon vor mir. Auf der Seite OnlyFans kann jeder nackte Bilder oder Videos von sich gegen Bezahlung posten. Das Argument, wieso das nicht unter Pornografie fällt, ist die Selbstbestimmtheit der Entscheidung, welche Inhalte man raufstellt. Wie siehst du das? Das ist auch für jeden zugänglich. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht unter Pornografie fällt. Auf YouPorn kann ja auch jeder
im Grunde was hochladen und passiert auch. Ist auch teilweise problematisch. Also das ist einfach schwierig zu regulieren im Internet natürlich, wenn man solche Plattformen zugänglich macht. Genau, weil Selbstbestimmtheit ist natürlich wichtig, sowieso, aber gerade Jugendliche haben natürlich oft vielleicht keinen Überblick, was das dann bedeutet, wenn sie da etwas raufstellen. Beziehungsweise es ist so, wenn Jugendliche jetzt wirklich unter 18 Bilder und Videos von sich posten, dann fällt das eigentlich unter Kinderpornografie. Also das dürfen sie nicht und das ist auch problematisch. Also das muss man ihnen auch mitgeben, weil es ist ihnen oft nicht ganz klar, dass das wirklich so ein ernsthaftes Problem ist und dass das wirklich unter Kinderpornografie fällt, also auch wenn sie das selbst hergestellt haben. Weil sie sind dann, also im Gesetz steht sozusagen, Darstellungen von Minderjährigen darf man nicht zugänglich machen. Also wenn sie das selbst zugänglich machen, auch wenn es ihr Selbstbestimmungsrecht betrifft, ist das trotzdem Kinderpornografie. Das Einzige, was sie dürfen, ist, sie dürfen Videos und Bilder von sich selbst mit Personen, die auch ein Einverständnis gegeben haben, also zum Beispiel ihrem Freund, ihrer Freundin, ihrem Partner, ihrer Partnerin teilen. Das wurde entkriminalisiert vor, glaube ich, 2 Jahren, weil das einfach so oft passiert ist in Beziehungen, dass das problematisch gewesen wäre, wenn man das dann mit Kinderpornografie jedes Mal nachverfolgt hätte. Aber sobald noch eine andere Person Zugang hat oder noch eine andere Person das gesehen hat, also auch wenn mein Freund, meine Freundin das jetzt noch jemand anderen auf dem Handy herzeigt, dann ist es wieder Kinderpornografie. Und ich denke, das würde da bei der Seite dann auch sowieso zutreffen, weil da ja mehrere Menschen Zugang haben. Wenn das Erwachsene sind, dann ist es wirklich Selbstbestimmung. Also dann müssen die selbst entscheiden, ob das gescheit ist oder nicht gescheit ist, das zu tun. Aber dürfen tun sie es, genau. Ich glaube, das Thema Porno, Pornokompetenz, das wäre, ich glaube, ein eigenes Thema, wo man dann noch sicher über eine Stunde einfach nur quatschen könnte. Gell? Also ja. Herzlichen Dank nochmal für die ganzen tollen Inputs. Es verabschieden sich schon ganz viele, weil sie einfach auch einen anderen Termin haben. Hanna und Tom, danke für die heutige Stunde. Alle anderen, die hier noch im Raum sind, auch ein herzliches Danke, dass ihr da wart. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Bleibt weiter so wissbegierig, kommt in die nächsten Zoom-Stunden und ja, wir freuen uns über eure Fragen und wenn sie einfach bei uns vorbeischaut. Herzlichen Dank nochmal, Hanna und Tom.